Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit. Was heißt endlich? Das Blöde, wir sehen können hinter mir, M4. Heute so ein Abschiedsvideo, so ein kleines, weil der Käufer, der Marc, liebe Grüße an Marc, der kommt gleich vorbei und holt den M4 ab. So sieht er aus. Ich zeichne den noch mal. Bisschen schade, aber ich wollte es ja so und ja, ich habe den gerade noch mal ein bisschen gewaschen. Das ist im Schatten hier. Hier seht ihr es auch, wo wir sind. Richtig schöne Aussicht hier. Hier wollte ich schon immer mal ein Video machen. Jetzt machen wir heute noch mal so ein kleines Abschiedsvideo. Ich blende dann gleich noch mal so die Highlights ein von M4. Anderthalb Jahre habe ich den jetzt. Habe den umgebaut von Vorfacelift auf Facelift. Hier sitzt es auch noch mal innen drin mit meinem Logo und so. Aber das kennt ihr alle schon. Ja, ich wollte jetzt einfach nur mal ein kleines Video machen. So die Highlights vom M4. Die Leute, die ich mitgenommen habe, das Treffen auf der Autobahn mit dem Lambo und dem Porsche-Fahrer natürlich. Tunnelcheck gibt es noch. Leute, die Gesichtsausdrücke, die ich mitgenommen habe. Ja, so sieht er aus. Also, ich glaube, ich werde gleich schon ein bisschen traurig sein, wenn der Marc gleich vorbeikommt. Vielleicht blende ich gleich noch mal ein kurzes Handyvideo ein. Ja, wie es dann war mit der Abholung. Und ja, ich habe dem Marc auch gesagt, ich helfe ihm da gerne weiter, ist überhaupt kein Problem. Und er wollte es vielleicht sogar so machen, dass er da die LCI-Scheinwerfer einbaut und alles so ein bisschen auf Facelift umbaut und so noch weiter innen drin. Und vielleicht begleiten wir ihn da. Ich muss ihn noch mal fragen, ob er Bock drauf hat. Dann können wir so eine kleine Videoreihe machen. Dann seht ihr den M4. Ich sehe den auch noch mal zwischendurch. Dann schauen wir mal, wie der dann aussieht. Ich glaube, er wollte noch Lippe dran machen. Er wollte die Scheinwerfer machen. Er wollte Navi machen. Alles auf neuestes Stand. Und ja, schauen wir doch mal, was das so wird. Und das soll es gewesen sein, anderthalb Jahre. Ich kann nur sagen, jeder, der Bock auf M4 hat, ja, macht es. Ist ein sehr, sehr geiler Wagen, vor allen Dingen. Ob jetzt mit Leistungssteigerung oder ohne, das ist scheißegal, weil der Wagen macht so viel Spaß, sieht so modern aus und verbrauchst auch nicht viel. So 10 bis 12 Liter kannst du dann locker fahren. Also ich habe so 11 bis 12 Liter im Durchschnitt. Was du da rausholen kannst, weil 6x PS, das ist Upgrade-Turbolader, Vissia, Downpipes, HJS, Acapovic Evolution-Anlage, Soundcheck und so gibt es ja auch noch mal kurz. Das soll so das Abschiedsvideo sein einfach. Ich bin ein bisschen traurig, aber so ist es nun mal. Boah. Dafür haben wir noch den E92 M3 und den werden wir richtig flott machen, sei euch. Da werden noch sehr, sehr geile Sachen kommen und dann endlich auch, ups, ich gehe ein. Und natürlich auch endlich baue ich jetzt demnächst den Drosselklappenstellmotor ein. Dann machen wir nochmal V-Max, dann machen wir nochmal Zeiten messen und dann gehen wir auf den Prüfstand. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Ja? So Leute, danke, dass ihr dabei seid. Ihr könnt auch nochmal schreiben, was ihr am besten fandet mit dem M4. Was hat euch so am besten gefallen mit dem M4? Welche Szene vielleicht? Würde mich mal interessieren da draußen, was ihr sagt. Sagt der Sascha, ja, du bist bekloppt. Aber ihr habt ja alle letztens gesagt, E92 M3 oder M4. Da wart ihr alle auf meiner Seite. Also ich finde es jetzt auch, wie gesagt, super schade. Aber so ist das nun mal. So sieht er aus. Ja Leute, ich gucke jetzt einfach nochmal, ob ich gleich noch ein paar Szenen beim Fahren noch aufnehme. Dann Auspuffcheck und so gibt es auch nochmal. Und danke, dass ihr mich die ganze Zeit unterstützt habt. Würde mich super freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt. Dann werdet ihr wissen, was ich mir denn als Daily hole. Ja, seid ihr, ich könnte noch mal drunter schreiben, was das werden wird. Ich sage nur so viel, es wird viele Überraschungen bei euch da draußen. Bin gespannt, was ihr sagt, was ihr meint. Vielleicht hatten wir den Wagen schon auf dem Kanal, ich weiß es nicht. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Ich mache jetzt noch mal das Abschiedsvideo. Der Marc kommt gleich, der will den Wagen abholen. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, zu der Videoidee. 5-Zylinder, Audi S3. Das soll es gewesen sein, Leute. Ich sag mal, wie ist die Tagout rein? Ciao. So, Leute, also das ist das erste Video gewesen, wo ich ja schon wusste, dass der M4 kommt, dass ich ihn abhole. Und ich habe ja dann so in den Titel reingeschrieben, ja, ob die richtige Entscheidung war, dass der E92 M3 weggeht. Ich musste mich echt das ganze Video zusammenreißen. Ich habe das mit meinem Bruder gedreht und ich habe das von vornherein so geplant, wie ich das alles aufziehe, dass ihr nachher denkt, ja, der E92 M3 ist weg und wie kann er das machen und so. Und ja, im Endeffekt nachher, ich glaube, viele haben das Video auch nicht ganz zum Schluss gesehen und ganz zum Schluss wurde das erst aufgelöst. Ich zeige euch das gleich nochmal. Es war einfach nur göttlich. Ich hatte so viel Spaß mit den ganzen Kommentaren von euch da draußen. Ich habe mich so viel gefreut und es hat alles geklappt, was ich vorhatte und das war einfach mega. Deswegen schaut euch das Video nochmal an. Ihr seht das ja immer, welches Video das ist. Ich verlinke die ganzen Videos, die wir uns gerade anschauen, unter dem Video auch nochmal. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Dann braucht ihr jetzt nicht lange suchen. Ich hau auch nochmal einen Kommentar unten rein, pinne ihn an und dann könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Also so fing das an. Das war das erste Video. Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal M4 Live und heute in diesem Video wird es wirklich das schwerste Video, was ich jemals gemacht habe. Also das Video, ich verspreche es euch, wird euch vom Hocker hauen, weil ja, es wird auch total den Kanal verändern und ich will euch jetzt nicht bekloppt machen oder so.
Ja, aber ist verrückt, oder? Also jetzt, wenn man so überlegt, 1,5 Jahre später schaue ich mir das Video nochmal an und ist genauso, ja, gekommen und hat den Kanal verändert. Sind viele von euch da neu dazugekommen wegen den M4 und hat mich auch gefreut, dass ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, wir sind so eine M-Familie, egal ob M3, M2, M4, M6, X6, M oder so, ist mir völlig wurscht. Wir sind alle so leidenschaftlich und lieben einfach diese Emotionen, die uns unsere Autos geben. Bleibt auf jeden Fall dran, wie gesagt, bis zum Ende, weil ich euch dann alles erzählen werde, was ich noch nie erzählt habe. Ich habe jetzt fast 300 Videos gemacht und ich habe diese Sachen noch nie jemand erzählt. Und ihr werdet dann auch verstehen, warum dieses Video auf der einen Seite heute cool und schön ist, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen traurig ist. Ja, also das war auch echt. Ich hatte es so, ich spule nochmal vor, damit ihr das nicht alles hier mit ansehen müsst. Also da war das. Und dann geht es weiter mit dem Video. Ja, hi Leute. So, also wir sind jetzt am schönen Wagen und ja, seid gespannt, was es ist. Ich habe es noch nicht verraten. Ich hoffe, ihr habt mal drunter geschrieben, was es sein könnte. Und ja, ich würde sagen, genug gequatscht. Schaut uns den Wagen einfach an. Why you roll on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pitches, dimensions. I don't want your digits. I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got. Aber ist echt krass, oder? Wenn ihr das jetzt nochmal seht hier, ich spule zurück. So sah der vorher aus. Schaut euch das an. Also es ist einfach krass, wie er so aussieht. Und dann, wenn man gleich ein Bild sehen, wie er jetzt aussieht. Einfach mega. Also es hat sich schon gelohnt, der Wandel. Und da habe ich es extra unten drunter gemacht. Ich habe mich so geärgert, dass ihr das nicht sehr Progress hier wollt. Also das war ein bisschen langsam. Aber wenn das hier auf 100 ist, der Balken voll ist, dann seht ihr dieses Highlight von dem Video. Und ich weiß nicht, ich glaube, das kam noch nicht so gut an. Also. Genau, 9.573 Kilometer hat er gelaufen gehabt. Also echt nichts. So. Das ist schon krass. Oh, Scheiße. Okay. Wir machen leise. So, Leute, das ist jetzt der kleine Abschied vom Wagen. Es tut mir echt in der Seele weh und ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung war. Aber ich musste, wenn ich das jetzt sehe, ich muss mich immer noch am Riemen reißen. Das ist so geil. Aber tut mir echt schon weh. Aber wie gesagt, beides geht nicht. M4 und M3 geht einfach nicht. Irgendwann muss man mal was Neues machen. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht zur anderen Marke gewechselt oder so. Hinter uns ist ein geiler Wagen, Leute. Mal sehen, ob der mit 600 PS rechnet. Ich bin gespannt. Seht ihr das? Ihr kennt den Wagen. They see me rolling, they Ah, wie geil ist das? Seid ihr denn bekloppt? Ich verkaufe doch nicht den M3, Mensch. Also sorry Leute, das musste einfach sein. Das war einfach zu genial. Das hat so viel Spaß gemacht. Ne, schaut euch die Videos mal an, das ist mega. Dann 190? Ja. Ja, also das waren so die ersten Eindrücke überhaupt, wie 600 PS hier anfühlen. Das war für mich ja voll der Neuland. Also wenn du überlegst, der E92 M3 ist schon schnell. So 10,5 bis 11 Sekunden verbraucht er, also braucht er von 100 bis 200. Und dann hast du so eine Granate, das 6,5, so, sag ich mal, braucht. Alter, das ist doppelt so schnell fast. Das ist einfach krank. 100? Sondern überlegt euch mal, der ist ja immer noch am Blinken gewesen, Traktionen und so, aber die Reifen waren damals auch nicht gut. Und wer es noch nicht weiß und wusste, der Wagen hatte damals nur 517 PS gehabt. Das wusste ich damals noch nicht, als ich den Wagen gekauft hatte, BMW auch nicht. Und wir wissen es alle nicht, woran es lag, ob BMW irgendwie ein Software aufgespielt hatte oder der Vorbesitzer oder so. Deswegen hatte ich mit 517 PS schon mega Spaß. Und es ging ja noch weiter, das zeige ich im nächsten Video nochmal. Das war jetzt hier. Ja, hi Leute. Achso, da habe ich mich mit Simon getroffen. Liebe Grüße nochmal, Simon. Und der hat einen M4, zeige ich euch hier mal. Der hat nämlich einen M4 mit der M-Performance-Abgasanlage. Und das ist so ein Riese, ist der hier. Ja, du bist Ich musste echt so lachen. Schaut ihr die Videos mal an. Und hier seht ihr das auch nochmal. Also wie gesagt, genau, das ist das kurze Kennzeichen. Die Front, die ist schon ein bisschen. Das ist so genial, weil wir alle so ein Hobby haben und so eine Leidenschaft. Jeder baut sein Auto um, man trifft sich, man vergleicht, man sagt, was hast du gebaut, wo hast du die Sachen her? Und das ist einfach mega. Also wir haben voll Bock auf die neue Saison. Seht ihr hier, das war mein M4 Ach so, noch hallo. Gar nicht verändert und so. Das war alles noch so, wie ich ihn gekauft hatte. Und jetzt gucken wir gerade mal Soundcheck hier. Natürlich, die Competition-Felgen sehen mega aus. Und jetzt machen wir hier.
Genau, hier seht ihr es hier. Die berüchtigte M-Performance-Abgastenanlage. Ja, das Beste vom Besten. M-Performance-Abgastenanlage. Das Beste vom Besten ist wirklich so. Ist nicht, aber schon ehrlich, aber ist auch nicht. Die Rückleuchten hatte ich noch nicht gehabt, den Diffuser hatte ich nicht gehabt, die Endroblende nicht gehabt, Heckspoiler nicht gehabt, keine schwarzen Links, Scheiben hatte ich ja, Seitenschweller, tiefer, Spurplatten. Boah, das ist echt krass, was das alles ausmacht. Ich komm mit. Haben wir auch gerade gemacht. So, jetzt könnt ihr nochmal hören. Also schaut euch das Video nochmal an, das war mega. Ich will jetzt nicht zu lange, weil wir haben schon wieder 10 Minuten am Quatschen hier. Ich gehe nochmal kurz durch, weil ihr könnt euch die Videos alle nochmal anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nochmal macht. Und dann genau, dann hatten wir so vorne das eingezeigt eben halt, dann habe ich ihn einmal mitgenommen. Und weil ich halt... Ja. Ist doch geil. Wir können... BMW wissen denn nicht, wie das funktioniert. Damals wirklich so und ich hatte nur 517 PS, also keine 600. Ich hatte, guckt mir mein Gesicht an, ich hatte so viel Spaß und Simon hatte jetzt auch viel Spaß. Er hat nur Serien 450 PS Competition gehabt, aber das war schon krass. Dann hatte ich hier nochmal ein Video gemacht, Soundcheck. Ja, hi Leute. So, das könnt ihr auch nochmal. Habe ich Beam Solution Modul getestet und so. Das könnt ihr auch nochmal anschauen. Da hatte ich hier meinen Schwiegervater mitgebracht. Das ist eine Kurve. Please, fuck, danke. So, das reicht jetzt auch schon. Das, jetzt fahr wieder normal. Gut, dass 120 ist. Hier, fahr hier runter. Das reicht auch schon. Ich bin nass am Rücken. Gänsehaut. Gänsehaut rauf und runter. Ja, hi. Ja, einfach krass. Und wie gesagt, 517 PS, ne? Hi, Leute. Und dann hatte ich hier nochmal die Box getestet, die Racebox, die ich ja immer dann benutzt habe. Die andere. Und dann habe ich hier nochmal Zeiten gemessen eben halt. Gucken wir mal. Für die App. Mal reingehen, da seht ihr das ja hier. Unten links, Slope. Ja, und das kennt ihr ja auch von der... Das ja... Obwohl der Chip da drin eigentlich 20 jetzt kann. Ja, und das hatte ich mal Zeiten gemessen und ich hatte zwischendurch nämlich einen neuen Navi-Rechner bekommen bei mir im M4 und deswegen wurde die ganze Software auf Null gesetzt. Also ich bin dann einmal mit Seriensoftware gefahren, also erst hatte ich 517 PS, dann bin ich mit Seriensoftware gefahren, 431 PS und dann ging der Wagen ab zu G-Power und liebe Grüße an meinen G-Power und dann haben die wieder auf 600 PS gemacht und deswegen weiß ich genau, wie sich die ganzen Stage 1 bis 2 Plus anfühlen. Und ich wollte demnächst auch nochmal ein Video machen, die Zeiten vergleichen. Also wenn ihr da draußen, sage ich mal, normalen M4 habt, dann seid ihr mal überlegen, mache ich Stage 1 oder sogar bis Stage 2 plus, bis 600 PS oder so. Wie viel Unterschied an Metern auf 100 und so ist das? Und das will ich auch nochmal machen. Deswegen abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht. Das war so eine Videoidee, die ist mir gestern im Schlaf eingefallen. Und das könnt ihr auch nochmal anschauen. Dann Leute, willkommen auf meinem Kanal M4 Live. Grüße an Robert Max Performance hier. Dann haben wir uns hier... Also, Rückleuchten haben wir da eingebaut. Also könnt ihr auch nochmal nachschauen. Also nee, ich weiß, du die sind so schön. Das sind die Blackline, die sind ein bisschen dunkler an den äußeren Seiten. Und hier ist es auch nochmal. Und dann hinten. Ich muss Robert immer ein bisschen ärgern oder so, deswegen. Kabelbaum. Das schon mal bei dir? Also, das könnt ihr auch nochmal anschauen. Habe ich dann irgendwo hier nochmal? Genau. Performance hier, wo? Anschaue, da so, haben wir das aber schon ähnlich gemacht wie vorne die LC-Schalter. Das ist ey, schon mega. Also das war ein super, super Unterschied. So, dann gucken wir das nächste Video, was wir noch haben. Hi Leute, achso, dann habe ich ein Verbrauchsvideo gemacht. Das könnt ihr auch nochmal reinziehen, wenn ihr am Überlegen seid. Land und Autobahn gefahren. Dann hatte ich hier immer so eingeblendet, wie viel Liter Unterschied und so. Das könnte ich auch nochmal gerne anschauen. Dann hatte ich meinen Nachbar Philipp. Liebe Grüße an Philipp nochmal. Den hatte ich mitgenommen. Ich habe mich mit dem M3 vor 8 gefahren. Und dann habe ich nachher den M4 nochmal mitgenommen. Es ist so ein Gewitter im Tunnel. Dann, genau, da war es dann endlich wieder zurück von G-Power. Zeit messen. Scheiße. Das ist so. Alter, scheiße. Gewitter. Ja,
hat er so. Da ging er quer, du. Ja, da geht sofort weg. Ja, hi Leute. Also das war auch mega, mega. Das schaut euch auch nochmal gerne an. Also sehr, sehr geil. Dann liebe Grüße an Ricarda. Ricarda ist dann in meinem M4 mal gefahren, weil Ricarda war damals nämlich, bevor ich den M4 gekauft habe, war sie an dem M4 dran, wollte den auch eigentlich erst kaufen. Aber der M4 musste noch eine neue Downpipes bekommen, deswegen hat er erst keinen TÜV bekommen. Und das hat die alles zu lange gedauert und sie dachte so, klappt das alles oder so. Und ich war da ein bisschen entspannter. Ich habe gesagt, ja, entweder sollen sie es machen, wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Dann nehme ich den eben nicht. Und deswegen habe ich ihr gesagt, sie hatte mich nochmal angeschrieben bei Instagram. Dann habe ich gesagt, ja klar, kannst du gerne nochmal fahren. Als sie den nämlich gefahren hat, die Probefahrt, das war auch erst mit 517 PS. Und da hat es schon so viel Spaß gehabt. Und dann hat er 600 PS gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann kannst du gerne nochmal mitfahren. Und oh, ja, sie hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Oh Mann. Das könnt ihr auch nochmal anschauen. Mega, mega. Und dann hatte ich hier nochmal... Leute, willkommen auf meinen Kanal. Genau, dann habe ich hier nochmal die Racebox, die ganz viele Boxen verglichen. Racebox, Draggy und so habe ich alles verglichen. Ich schaue euch auch nochmal an, das Video. Dann nächstes Video. Dann ist eine Ausfahrt gefahren. Einfach mega. Hat so viel Bock gemacht. Liebe Grüße an die ganze Truppe da draußen. Nächstes Jahr geht's weiter. Das könnt ihr auch nochmal anschauen. Dann, das war das Beste. Lambo und Porsche auf der Autobahn. Alter. Scheiße. Können wir nochmal hinterher? Da, oh, da kommt noch einer. Ja. Wie verrückt, du. Das war sonntags morgens auf der Autobahn. Da kommen wir hinterher hier. Einfach nur krass. 200, die kriegen wir doch. Jetzt haben wir 310. Alter Schwede. Lambo. Er kann nicht abhauen. Er kann nicht abhauen. Das hat so viel Spaß gemacht auf der Autobahn. Überlegt euch mal, mit der M4 hinterm Porsche, hinterm Lambo herzufahren. Und ja, die konnten nicht abhauen, nur ein bisschen hinterher und das ist einfach mega. Also das war einfach geil, hat so viel Spaß gemacht, die waren auch cool drauf, da oben nach oben und ja, liebe Grüße. Vielleicht sehen die das Video ja irgendwann mal und melden sich mal, das wäre ganz cool, hätte ich mal Bock gehabt. Aber schau dir das auch nochmal an. Genau, da habe ich mal so ein Video gemacht hier, ihr kennt das ja, ich habe das auch zum E92 M3 gemacht, das Video quasi, auf was man achten muss, Wartungskosten beim M4 und so, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem M4, hilft euch das vielleicht da draußen. Crank-Hub-Fix, Kurbelwellensicherung und so weiter und die ganzen Kosten, also da habe ich alles aufgelistet. Dann war ich natürlich wieder bei Robert, da haben wir nächstes Upgrade gemacht, den M-Performance-Exporter, seht ihr hier. Und es ist gar nicht so leicht, immer alles ranzumachen, wie man sich das so vorstellt. Weil es hat nämlich, war es nämlich super heiß, ich glaube fast 30 Grad in der Halle. Und dann war der Kleber zu weich und so, hat es auch nicht geklappt, aber das schaut ihr auch nochmal an. Dann... Das ist der M4. Der M3. Zwischengas. Das ist Gas. Ey. Einfach krass. Einfach geil, einfach geil. Schaut euch das auch nochmal an. Oh, Alter, im Treten habt ihr das Quietschen gehört. Es ist doch krank, oder? Schaut euch das auch nochmal an. Fahrradfahrer ist weg. Das kommt in den Videos gar nicht so rüber. Echt, ohne Scheiß, wenn ihr es live hört, ist einfach krank. Könnt ihr auch nochmal schauen. Ich habe das Video gemacht in Kemal. Liebe Grüße an Kemal nochmal. Der hat einen umgebauten M340i einfach krank. 530 PS hat er damals gehabt und jetzt hat er noch mehr PS. Wir wollen demnächst nochmal im Frühling ein Upgrade-Video machen, also ein Update-Video mit seinen Upgrades, so wollte ich sagen. Und da machen wir auch nochmal ein Video, das wird sehr, sehr geil. Da hatten wir schon mal geschrieben. Liebe Grüße an Kemal. Und Kemal kennt das ja, diese Beschleunigung. Und dann auf einmal bin ich im 600 PS gefahren, hat er trotzdem noch mal ein bisschen mehr den Druck noch gespürt. Das war schon cool. Dann habe ich Kilian mitgenommen, lieber Grüße nochmal Kilian. Der hat einen M5V10. Mit Alter! Da musst du eben aufpassen, weißt du? Aber das ist auch böse, ne? Das ist auch echt böser Klang. Ja, es ist krass. Das ist einfach krass. Die Beschleunigung ist krass. Ja, hi Leute. Also, willkommen. Genau, dieses Upgrade hat niemand gerechnet. Schaut euch das mal an, was ich nämlich bekommen habe. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen, dann seht ihr das. Dann, genau. Also E92 M3 ist ja noch am Start, M4 ist am Start. Und dann habe ich euch mal endlich mal gesagt, was ich beruflich mache. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und ja, wie ich denn die beiden Sachen leisten kann. Quasi so ein Lebenslauf von mir. Und ja, super, super cooler Zusammenschnitt von meinem ganzen Werdegang. Könnt ihr auch gerne mal anschauen.
Dann hatte ich René mitgenommen. René hat einen E92 M3 gehabt. Der hat den leider verkauft. Aber dann habe ich ihn mal mitgenommen. Schau dir das Gesicht mal an. Och, alter Schwede, ey. Junge, was ist das denn? Alter, da fliegt dir alles aus dem Gesicht, ey. Einfach krank. Da hat ihn Carlos mitgenommen. Liebe Grüße auch nochmal an Carlos. Auch so ein verrückter Typ. Nehmen wir das in deinen großen Augen sehen gleich. Carlos fährt einen M2 mit 450 PS, müsste glaube ich sein. Das ist doch scheiße, wenn die alle jetzt daher fahren, wo ja, wir fahren wollen. Ja, die wollen alle in den Salon. Du auch? Ja. Nein! Was ist das? Da sind wir im Kreisverkehr die ganze Zeit gefahren, weil ich immer eine freie Strecke vor mir haben wollte, zum einmal beschleunigen. Und immer ist einer abgebogen in die Straße, wo wir gerade freie Fahrt hatten. Aber... Da sind wir nochmal rumgefahren im Kreisverkehr. Da ist dann auch ein paar gefahren. Ja, ja, was sie da nicht, ja? Ich halte mich schon mal fest. Guck dir das Gesicht mal an, Funk. Alles. Wow, wow. Ich hab keine Ahnung, Bremse. Gut. Gute Bremse. Krass, oder? Hammer. Fuck. Also, das ist so krass. Kamera, also Tachokamera. Genau, da hatte ich nochmal M4 auf Winterreifen gemessen. So. Könnt ihr auch nochmal anschauen. Ja, hi Leute. Genau, da hatte ich hier nochmal ein Video gemacht, was ich so Zwischenstand vom Tuning, das sind die Winterfelgen, Winterreifen, da könnt ihr auch nochmal melden, die wollte ich nämlich jetzt auch noch verkaufen. Die habe ich noch übrig. Original BMW, Winterfelgen, Winterreifen, alles noch sehr, sehr gut. PS, den habe ich jetzt seit, ja, auch nochmal anschauen, eben halt, was ich so umgebaut hatte. Dann ein Jahr nach dem Kauf hat die auch nochmal gemacht, aus, was ich alles gemacht habe, was ich verändert habe, was ich noch machen möchte. Dann sollte das doch schon wieder... Da habe ich noch Zeiten gemessen, seht ihr hier, Steuern und so, was würde ich noch verändern und so, könnte ich auch gerne nochmal alles anschauen. Dann, und das ist so ein kleiner... Carbon-Spiegelkappen. Du kannst ja so tauschen. Also. Wir wollen ja nur die Kappen machen, deswegen ist das ja so, dass... Die hatten wir auch nochmal Carbon getauscht, könnt ihr nochmal anschauen. M4 von G-Power getuned, andere Turbolader sind drin, Downpipe ist drin von HJL. Genau, da war nochmal so ein Update-Video mit, was ich alles noch schon mal geändert hatte und dann, was ich noch ändern will. Corona-Testen so braucht ihr nicht. Oh. Also seid ihr wirklich so zwischendurch immer von Stück für Stück, wie die sich der M4 verändert hat, wie er jetzt im Schluss aussieht. Ich finde das einfach mega, das habe ich alles festgehalten und das ist einfach cool. Ja, und dann nächste. Ja, hi Leute. So viel hat mich das ganze Tuning gekostet. Dann habe ich auch hier reingeschrieben, Hexpoller 550 Euro und dann immer so darunter geschrieben, wie teuer waren die Carbon-Spielkammen, Spurplatten und so, wie sah vorher, nachher aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Video, meiner Meinung nach, wenn ihr dann auf dem Weg seid, irgendwie seid ihr am Überlegen, ja, was verbaue ich an meinem M4, was will ich ändern? Und so habt ihr vorher, nachher Vergleich. Das war mir immer wichtig, wenn ich was überlegt habe, was ändere ich am M4, wie sieht es wirklich aus? Lohnt sich das? Macht das Spaß oder sowas? Und ja, das könnt ihr auch nochmal anschauen. Dann ein sehr, sehr cooles Video nochmal, M3 V8, 420 PS. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal MV Live. Wie ihr sehen könnt, hinter uns seht ihr den M4 und den E92 M3. Da haben wir nochmal ein Video gemacht, das schaut euch das nochmal an. Welcher Wagen passt besser zu euch vielleicht? Das ist auch sehr, sehr cool. Dann einen zweiten Teil gemacht, welchen Wagen würdet ihr behalten? Herzlich willkommen auf meinem Kanal MV Live und jetzt kommt sehr, Teil 2. Cool. Dann, ja, dann habe ich auch gelöst, wer wird verkauft. Und ich glaube, ihr seid alle... Ich könnte auch nochmal... Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, dass der M4 verkauft wird. Das habe ich jetzt als schwarz gemacht gehabt. Das Logo M4 schwarz und G-Power war auch schon schwarz. Jo, das war so der letzte Stand. Ich hoffe, euch hat es wirklich viel Spaß gemacht mit den ganzen M4-Videos und der ganzen Reise vom Vor-Facelift M4 zu fast Facelift M4, alles umgebaut, bis auf die Scheinwerfer, ich weiß. Und ja, deswegen hat mir super viel Spaß gemacht. Das war ein sehr, sehr geiles Projektauto. Und ihr könnt ja wirklich nochmal raten, was hole ich mir als Daily. Also es wird erstmal nichts Besonderes werden, weil das, was ich haben wollte, war nicht lieferbar. So viel sei verraten. Und es wird aber vielleicht Ende nächsten Jahres wieder was Cooles kommen, so was man noch ein bisschen, ja, was ein bisschen anders ist, aber was auch sehr, sehr geil ist. Das würde ich so schon mal anteasern. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal das Abschiedsvideo, wie Marc mein M4 abgeholt hat. Und das soll es gewesen sein. Vielen lieben Dank da draußen, dass ihr die ganzen, ja, als mitverfolgt habt, dass ihr immer kommentiert habt und ihr immer euch Tipps gegeben habt, sagt mir, Sascha, mach das so oder das kannst du noch ändern und hat mir super viel Spaß gemacht. Und deswegen, jetzt wird es erstmal am E92 M3 nächstes Jahr im Frühjahr und ich werde jetzt erstmal vielleicht nächste Woche, übernächste Woche den in der Drosselkappen-Stellmotor einbauen, dann nochmal VMAX fahren, Leistungsprüfstand kommt auf jeden Fall auch, hatte ich euch versprochen, das mache ich auch noch.
Naja, jetzt kam einfach so viel mit dem M4 dazwischen. Ich wollte ihn komplett fertig haben, bevor ich ihn verkaufe. Und es hat jetzt auch alles geklappt. Liebe Grüße an Marc nochmal, an den neuen Besitzer. Viel Spaß mit dem M4. Passt gut drauf auf. War schon nicht leicht, den abzugeben. Aber naja, ich weiß, er ist in guten Händen. Und das soll es gewesen sein. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Schaut euch die Videos nochmal unter dem Video an. Ich verlinke die alle nochmal. So, und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao. So, Leute. Nicht wundern. Schwerer Abschied. Nochmal gucken. Ach, Sieb kommt schon. Hau rein. Nur Verrückte hier im Dorf bei uns. Ja, wir sehen. So ist er. Der Marc ist gerade gekommen, holt den Wagen ab. Ach ja, ist so ein bisschen traurig bin ich schon. Aber ja, was willst du machen, oder? Er ist in guten Händen, das ist wichtig hier mal, oder? Da fährt er hin. Ja, Leute. Das war's so. Also, Thema M4 hat sich jetzt erledigt. Aber ich weiß, wie gesagt, dass er in guten Händen ist. Marc will auch sehr viel umbauen. LCI, alles, die Scheinwerfer und so. Das will er machen. Und ja, ich sag mal, wir haben doch auch noch was Schönes hier unten. Seht ihr doch, oder? Der ist noch da und der wird uns erhalten bleiben. Der wird noch sehr, sehr viel dran machen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Ihr könnt schon mal raten, was ich mir für ein Daily hole. In dem Sinne, haut rein. Ciao.